Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Heute machen wir was Cooles. Wir machen Schwarzbier-Cola-Pulled-Beef aus dem Dutch-Ofen. Und wie man das macht und wie das schmeckt, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Für die ganze Veranstaltung brauchen wir natürlich noch ein paar Zutaten. Und jetzt habe ich hier 100 Milliliter Ketchup mit 100 Milliliter Wasser einfach mal so ein bisschen vermischt. Das brauchen wir, dass unsere Soße nachher da drin eine schöne Bindung kriegt, weil in diesem Ketchup ist immer so ein bisschen Gurkernmehl drin. Und damit kann man sich behelfen, wenn man so eine, ja, so eine Barbecue-Soßenart so ein bisschen abbinden will, dass man da sich einfach mit so einem Ketchup so ein bisschen, na, faken ist übertrieben, aber da sich so ein bisschen rumtrickst, wa? Dann habe ich hier noch ein wunderschönes Stückchen Fleisch. Und zwar ist das ein Rindernacken vom Oberpfälzer Beef. Bestellt habe ich mir das bei oberpfalzbeef.de. Jetzt habe ich, glaube ich, drei Meter an der Oberpfalz gesagt. Also ihr wisst von wo. Zum Würzen habe ich den hier, Millionärsrap. Und wenn ihr den nicht habt, könnt ihr euch den nachmischen. Der ist im Prinzip, wo war ja kein Rezept für, das ist eine Mischung 50-50 aus meinem UFA-Rap und vom Daniel von Rest der Cooking. Viele Grüße von hier nach da. Dem sein Wild Honey Rub. Und wenn man die miteinander vermischt, hat man Millionärs Rub. Wenn ihr beide nicht da habt, nehmt einfach den, gibt es zu bestellen. Verlinkt euch unten drunter, wie immer. Ansonsten nehmt einfach den Barbecue Rub, auf den ihr gerade Bock habt. Dann habe ich hier, gut, aus dem Brandenburg-Style, wir haben hier eine Club Cola und ein Köstritzer Schwarzbier. Auch da könnt ihr auch die Bier- und Cola-Varianten nehmen, auf die ihr gerade Lust habt. Ich hatte auf die gerade Lust. Hier vorne seht ihr noch 2,5 Metzgerzwiebeln, die sind kleinen Schnitten in so gleichmäßig, ungleichmäßige Stückchen. Direkt daneben eine bunte Mischung von kleinen Tomaten. Und da kann ich euch mal raten, nehmt einfach verschiedene bunte Tomaten. Je mehr verschiedene Sorten man drin hat, umso tiefer wird der Geschmack. Und so habe ich das hier gemacht. Ich habe einfach im Supermarkt meines Vertrauens die verschiedenst bunten kleinen Tomaten, die die hatten, genommen. Wie viel? 750 Gramm. Und eins, was uns immer noch fehlt am Ende des Tages, Schaumesser und ein Brett. Ist es jetzt wichtig, dass man ein Schwarzbier nimmt oder könnte man auch jedes andere Bier nehmen? Jetzt sage ich dir gleich genau. Schwarzbier ist wichtig. Nee, vom Kosten völlig unabhängig. Schwarzbier hat halt nicht so einen hohen Hopfenanteil. Das ist viel milder und eher süßlich. Wenn du jetzt so ein klassisches Pilz nimmst, hast du den Hopfen da drin und der lässt dein Essen immer so ins Bitterliche rüberziehen. Und naja, ich sag mal so alte Sägewerker, die haben da Spaß dran. Wenn jetzt aber Frauen und Kinder dabei ist, die sagen so, oh, bitte, muss denn nicht sein da drin. Und dann nimm lieber ein schönes Schwarzbier. Dann würze ich den jetzt direkt hier im Dutch-Ofen drin, weil alles, was drunter fällt, gibt der ja schönen Geschmack in die Soße. Und praktisch unseren Rapp eben halt ordentlich drüber. Und Rapp kommt von Reiben, also richtig rindrücken hier. Und auf keinen Fall sparsam sein. Bei sowas wie so ein Schmornummern hier, da ist wirklich so viel, hilft viel. Und hab da keine Angst vor Geschmack am Essen. Das gefällt mir sehr gut. Damit ist das Würzen schon abgeschlossen. Dann kommen wir als nächstes unsere Zwiebeln, die wir hier so ringsrum machen. Und da los die Tomaten. Zack, alle Rinder. Lass diese um Fleisch nicht so rumliegen. Die macht immer hoch. Und dass praktisch die Oberfläche vom Fleisch hier oben rausguckt und der Rest hier daneben liegt. Darauf kippe ich jetzt unsere Cola hier am Rand vorbei. Dann die Flasche Schwarzbier. Und oben drauf das Ketchup und das Wasser, die Mischung hier. Um zuletzt den Deckel oben aufzusetzen. Und da sieht man mal, wie schnell so eine Vorbereitung vorbei ist. Den setze ich jetzt hier direkt auf den Gasgrill auf. Und habe jetzt hier unten drin die Brenner auf kleinster Stufe. Rechts und links volle Pulle an. Und dann haben wir so ungefähr 200 bis 220 Grad da drin. Und hier drin lassen wir das jetzt einfach um die 4 Stunden drin und jetzt im Folgenden passieren, wir haben ja die Zwiebeln unten drin und die Tomaten, die werden jetzt in dem heißen Wasser so langsam aufplatzen und ihren ganzen Saft abgeben und dann entsteht im Idealfall um unser Pulled Beef ringsrum schon so eine, was wie eine Barbecue-Soße und nach 4 Stunden sollte es schon richtig schmatzig, schlonzig sein und dann gucken wir uns die Sache an, aber ich denke, wir werden zwischendurch einfach noch mal kurz gucken, wie weit wir da sind. Nach einer Stunde sieht es so aus und man sieht schon sehr schön, wie sich die Tomaten da drüben in ihre Einzelteile auflösen. Unser Fleisch, guck mal, in der Mitte, da zieht sich jetzt schon so ein bisschen alt auseinander. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, dass das hier richtig lecker wird. Ist spät geworden und kalt und fertig sogar. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber wir lüften den Deckel und da, ja, da sieht man das Drama schon großartig. Und dann nehmen wir das raus und saufen es.
Und jetzt siehst du hier draußen schon mal, das ist schon mal unsere Soße, die wir dazu haben, also die so ein bisschen so Barbecue-Style hat. Und in der Mitte ist unser Pulled Beef und das reißen wir mal direkt hier auseinander. Ich sag mal, da kommt das. In große Stücken, genauso muss das sein. Und das rupfen wir jetzt von großen Stücken in kleine. Nee, auch das hier schön schmatzig, geht auseinander. Das Einzige, wenn man das im Dutch-Ofen macht, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man mit den Fingern nicht an den Dutch-Ofen anschlägt. Weil der ist natürlich noch relativ heiß und da verbrennt man sich gerne. Deshalb ein bisschen vorsichtig sein und das jetzt direkt schön in der Soße zerreißen. So sieht es aus. Guck mal hier, herrlich saftig, schmatzig, genau so muss das sein. Und nehmen wir ein schönes Stückchen raus hier. Und muss jetzt erst pusten, weil es natürlich brutal heiß. Und rinn in die hohle Birne. Wie soll ich meiner Empfindung Ausdruck verleihen? Ja, lecker. Richtig geil, so tiefer Rindfleischgeschmack, so ein bisschen wie so ein Rinderbraten. Mit der Konsistenz von so einem Pulled Pork. Gleichzeitig aber schon so Barbecue-Soße und diese dunkle Kräfte von diesem Schwarzbier und der Cola ist dabei. Und du hast halt richtig so ein, wo du sagst so, boah, jetzt ein Brötchen und das darin hauen. Bisschen Krautsalat dazu, glücklich. Obwohl, bin ich höher zu der Fraktion, die sagen, in der allergrößten Not schmeckt das Fleisch ohne Brot. Heiß, aber mega. Und wenn ihr so ein Stückchen Rind danach in der Nähe habt und einen Dutch-Ofen, dann macht doch einfach mal so ein schönes Pulled Beef mit Schwarzbier und Cola aus dem Dutch-Ofen. Und vor allem lasst einen Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grill Barbecue. Macht's gut. Mega. Oh mein.